Harry, was treibst du denn da? Da ich mich im letzten Gig zu oft verspielt habe, habe ich jetzt Strafarbeit gekriegt. Wie das alles jetzt sehen, jetzt. Ich muss quasi den Anhänger neu abdichten, weil trocken war nicht in letzter Zeit. War eher sehr feucht die Geschichte. Hänger abdichte. Ja. Normalerweise die ist auch auf der Pickelkondom, aber hier geht es um andere Hänger. Ja, aber ihr seht ja, dass man auch als Musiker durchaus noch handwerkliche Arbeit leisten kann. Es ist ja nicht so, dass man von dem, was man da zusammenschrubben, nach Leben rennt. Ne? Deswegen müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir rumkommen. Ja. Vor allem TÜV ist, glaube ich, fällig, oder? Ach ja, erwähnt's nicht. Vor allem zeige Soll ich dir Leute zeigen, was du machst? Machst du doch, oder? Na und? Also schlecht sieht es doch gar nicht aus. Das war nicht mal so gut, ne? Scheiß schwarz-rote Käfer da drin. Das ist ja zum Kotzen. Molen mit A. Hast du die mal gesehen, oder? Nö, nö, nö. Sind diese, wie heißen die, Leichenkäfer oder was? Schwarz mit roten Dübse drauf? Naja, ich glaube, die sind so. Die sind auch gedupft drauf. Die sind einfach schwarz-rot, keine Ahnung. Gibt es ganz viele, also ein paar. Auf jeden Fall, oder jetzt schwarze Bies. Ist ja der Gummistiefel auch. Ja, und hat immer die richtige Bodenhaftung. Aber tierschützer und tierfreundlich, wenn wir sind, habe ich mir zum fliegenden Stadt verholfen, so quasi. Tut vielleicht der Arsch ein bisschen weh, aber besser wie rechts und links auf der Hänge zu bleiben. Ach, ich bin so gut. Zum Tiere, zu mir, zu meinen vollidiotischen Mitmusikerkollegen, die jetzt zwar schon im Helm hocken, strecken das Panz in die Sonne, ja, und lachen sich kaputt, weil irgendjemand. Richard, servus! Bei dem Scheißwetter nicht mehr so den Mist streicht. Ja, und beim nächsten Gig gucken sie alle drauf und dann fangen sie an zu meckern. Ja, das hat man nicht recht gehabt. Irgendein Idiot, der da hoch und den Mist streicht. Nee, kein Fall. Boah. Sieht man wenigstens, ob du es geschafft hast. Ja. Ein Rieb Karosseriearbeiten aller Art. Ja, vor allem einer vom Unfallschutz dürfte keine Risse dabei sein. Die sind abenteuerlich. Zeig's bloß, Cam. So, wie viel Newtonmeter nehmen wir jetzt da? Ach ja, bis es knackt, oder? Ja, das knackt. Ist ja abhängig von der Tour, wie viel wir ausstellen. 120 Newtonmeter. 120. 120. Liebe Grüße an Frau Dr. Lopez, ich habe aufgepasst. Ich habe auch am Auto die Scheibe aufgezogen. Ja. So, Harry, fertig? Ja, dermaßen, sowas von und wie. Das können sie nie bezahlen, die Jungs. Ich weiß schon, warum ich es mache. Was dann gemacht ist. Jo. Das können blinde Lehrer, Sozialpädagoge. Und Hausmeister. Hausmeister. Ja. Und was ist der Philipp? Dose Bieger? Hä?
Dose biegen? Ja, sowas. Sowas in der Art. Dem hätte ich zugetraut. Ja. Aber der hat ja auch keine Zeit. Der muss ja. Ja, der Bub muss, ja schaffen und lernen. Schaffen, jagen gehen. Nee, jagen gehen nicht. Doch, faul. Aber ansonsten mache ich den Scheiß. Naja. Nicht verheiratet, nichts wäschen, konnte ich ja machen. Ja. Passt schon. Bin stolz auf meine Arbeit.